wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat. Alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einem einzigen Leib aufgenommen, Juden und Christen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Soweit die Worte der Lesung. Das Halleluja erklingt in Fidschi. Währenddessen legt der Heilige Vater Weihrauch ein. Die Evangelienprozession setzt sich in Gang. Der Text dieses Hallelujahs lautet: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Im Evangelienbuch steht die frohe Botschaft, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat. Sie wird feierlich geleitet zum Ambo, dem Ort der Verkündigung. Gottes Wort will in die Welt getragen werden. Menschen tragen das Wort Gottes weiter. Es ist kein toter Buchstabe, es wird hineingetragen in die Welt. Das Halleluja ist der Jubelruf auf Gott. Er begegnet schon im Alten Testament, und hier im christlichen Gottesdienst wird er auf das Evangelium bezogen, auf die frohe Botschaft, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat, ja, die er selber ist. Hello.
Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Der Diakon verkündet jetzt gleich das Evangelium. Zuvor inzensiert er es mit Weihrauch. Er zeigt damit, dies ist der Höhepunkt des Wortgottesdienstes. Gott selbst spricht zu uns im Wort der Heiligen Schrift.